Alter, ich sehe geil aus. La vista. Ich habe Angst. Da liegt, da steht ein Auto mitten auf der Straße und das sieht wie eine Falle aus. Okay. War sowieso jetzt zu dir. Es kann sein, dass der mich jetzt umballert, ja. Falls das Auto beschädigt wird, werde ich kurz in die Garage fahren und das reparieren und dich erst dann abholen, ja. Jupp, also. Aber ich wüsste nicht, warum er dir jetzt eine Falle stellen sollte. Du hast kein Kopfgeld und gar nichts, ne? Ja, da steht aber ein Auto. Ich guck mir das eben von der Nähe an. Ach so, es wurde schon durchlöchert. Okay. Okay, ich komme gerade zu dir, ja. Sind bei dir Leute? Nee. Bleib also, hier, bleib hier. In meinem Umfeld nicht. Ah, da bist du ja schon. Alter, da kommt einer hinter dir. Renn weg, renn weg. Komm einfach mir hinterher. Ah, warte. Er will, dass ich einsteige. Okay, ich steige ein. Das ist gerade anscheinend eine Entführung. Kannst du mal nachsehen, mit wem ich mitfahre? Warte, lass dich nicht umbringen hier. Ja. Ah, der will, dass du mitfährst. Komm, fahren wir mit. Nee, ganz bestimmt nicht. Nee, er hat jetzt C4. Nein, ich lass mein Motorrad nicht hier. Okay. Kann sein, dass er dich aber jetzt umfahren wird, ja. Aber ich glaube, das ist netter. Fährt er mir hinterher? Schaut mit seiner Lederjacke auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig aus. Gleich ist der Neo tot, wetten. Garantiert. So, wo gehen wir jetzt hin? Hä? Warum habe ich wieder Musik drinne? Alter. Warte, ich mach Musiklautstärke runter, dann haben wir das Problem gelöst. Aus. Sprache über Lautsprecher. Wobei. Dialogverstärkung. Lassen wir so. Und jupp. Ja. Wo müssen wir hin? Ach du Scheiße, ich habe aber Stöckelschuhe. Soll ich die ausziehen? Der mit dir rumkurvt, der heißt so Bruno, glaube ich, oder so. BMO-10. Was macht der da? Ja, aber irgendwie die Bullen nicht los. Nee, ich hab gerade das Steuer übernommen. Er hat eine Bank überfallen. Das ist so, das hier mal nett, wenn man so mal so jemand trifft. Schau, dass ich sein Auto jetzt nicht großartig zerstöre, weil das ist so ein Privatwagen hier. So, ich habe jetzt nicht gelesen, was der gesagt hat. Kind. Achso, Überfall. Okay. Du hast Überfall. Das Spiel verlassen übrigens. Nee, habe ich nicht. Auch bei mir schon, leider, ja. Achso, ja, ich habe gerade eine Mission erledigt. Angenommen. Ja, angenommen. Kannst du mich jetzt schon einladen? Nein, das ist wahrscheinlich so. Das ist ein Überfall. Nach der Überfall muss ich noch was für Simon erledigen und erst dann kann ich dich einladen. Okay. Ich fahre einfach mal mit den vertrauenswürdigen Typen einfach mal mit, ja. Ja, bis er dich gleich umlegt. Da fahrt mit mir aufs Land, also es ist sehr wahrscheinlich. komm in, er weiß noch nicht, was auf dem zukommt. So, und jetzt rückt die Kohle raus. Leute, ich sage euch jetzt, ihr seht es gerade, ich überfall hier gerade einen Laden. Mir ist es schon passiert, wenn ich die Knarre wegpacke, wenn er mir gleich die Kohle gibt und ich mich umdrehe, haut er mir eine mit der Schrot über die Rübe. Also, nachdem die Kohle
hier rüber geschwungen ist, knallt den ab. Knallt den einfach ab. Zumindest den ersten, weil der packt hundertprozentig die Schrot aus. Das ist nämlich so ein kleines Dankeschön von Rockstar Games, nehme ich an. Später müsst ihr das nicht machen. Geht einfach rückwärts aus dem Geschäft raus, ja. Auf der Minimap seht ihr, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, eh circa wo die Tür ist. Deswegen könnt ihr schön rückwärts da rausmarschieren und falls ihr schießt, dann seid ihr schneller. Ja, und übrigens, Raubüberfälle gehen besser mit Motorrad. Auto ist das nicht so gut, die zu machen, weil... Naja. Man ist nicht so wendig wie beim Motorrad. Na endlich, er checkt, dass er das Geld haben darf. Hat er nichts, hat er jetzt kein Kopfgeld bekommen? Ja, Leute. Raubüberfall ist fast beendet. Schon am Entkommen, oder? Jupp, geschafft. So, okay, sehr gut. Ich hoffe, du bist wieder in meiner Sitzung. Warte, ich guck mal. Nee, da ist ein anderer bei mir. Okay, warte, ich steige erstmal ins Auto. Kannst du mir schon nachjoinen? Ja, ich werde es gleich machen. Ja, ich gehe mal sicherheitshalber jetzt Haare schneiden irgendwo. Denn oh, jetzt hat er endlich das Kopfgeld hier geholt. Sehr nett. Denn ihr sagt ja, ja, man muss Haare schneiden, damit man dann diese Solo-Dingsbums gemacht hat. Ja, komm in, komm in. Beeil dich mal hier, lieber, bevor ich da eins rüberziehe. Do you know how you want it done? Ich gehe jetzt einfach wieder Freunden beitreten und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dann gleich wieder bei dir. So, Pferdeschwanzbrünett, Alter, nee, nicht. Zöpfe, nee. Obwohl, mach auf nee. Jeden Fall eine schicke Frisur hier, ey. Ich werde mich hier nicht mit irgendwen abgeben, ja. So schön Auto, jetzt kann ich dich hoffentlich endlich abholen. Keine Idioten am Server sind. Ja, ja, mal recht nett, oder? Leute, ich habe übrigens irgendwie schon mal dran gedacht, wie wär's, wenn wir mal schauen, dass wir ein paar Musikstücke einfügen könnten in unsere Videos. Was haltet ihr davon? Was haltest du davon, Delta? Musik, ne. Ne? Ich hätte da dran gedacht, also es gibt ja eine Musikerin, die sich sehr aufs Zocken spezialisiert hat. Die hat zum Beispiel von vielen, vielen, also die hat viele Cover gemacht, was das Zocken betrifft. Unter anderem Skyrim und Assassin's Creed, und zwar ist das die Lindsay Stirling. Ich hätte irrsinnig gern ihre Musik in unserem Video, nur ich muss mal schauen, dass ich sie irgendwie kontaktieren kann. Ist ja nicht gar so einfach. Ne, das ist gar nicht einfach. Und ja, wenn ich jetzt hier vom Friseurladen rauskomme, werde ich das erste Let's Play... Hä? Natürlicher Look? Die Aufnahme schon mal beenden. Ja. Okay, sehr schön. Und hoffentlich kann der Neo mir gleich nachjoinen. Ja, derzeit bin ich nicht auf deinem Server, weil ich bin gerade beim Space Fighter gelandet. Space? Yo! Alter. Ja, Leute. Das war's. Ja, sehr schön. Also das erste Let's Play haben wir geschafft. Nee, warte, warte. Warte. Hello. Ich kann ja. Das erste Let's Play. Nee, 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 ist noch nicht beendet. Simon, lädt mich hier nochmal. Ja, leider schon. Ja, finde ich auch wirklich schlimm, oder? Nee, schneide ich dann in zwei. Ja, holen wir die Karre. Besorg ein Fahrzeug. Warum? Was habe ich denn hier? Achso, ich muss nach Los Santos Custom. Okay, ja, ich weiß schon, was das hier soll. Und da müssen wir den Peilsender reinmachen. Ah, jetzt kannst du endlich dein erstes eigenes Auto auswählen, ne? Nein, ich mach mein Bike. Kannst du das Bike nehmen? Ja. Wow, das wäre jetzt gerade... Sehr wundert.
Ein kleiner Fail, ein kleiner Fail. Nicht aufregen, Leute, denn für Aufregen bin ich immer noch zuständig. Natürlich müssen Leute... Fahrzeug ist zu heiß, Tim Tune? Was? Nein. Was dann? Ja, was wohl? Jemand musste rein in mein Zimmer, während ich aufnehme. Ja, ist ja, glaube ich, kein Problem. Ich selber habe es nicht bemerkt, hättest du nichts gesagt. Ja, ich habe ja auch schnell ein Mikro ausgemacht. Naja, hey, das macht man so wie Rülpsen und Furzen. Nie passiert. Dabei stinkt die Bude schon als wie. Okay, dann weiß ich ja, was ich nächstes Mal mache. Einfach Mikro aus, schnell hier die Windel rübergeben. Ja, und genau. Inzwischen fahren hier und nichts ist passiert. Keiner weiß was davon. So, bin ich jetzt mit dir auf einen Server. Schreib auch Space an, der soll auch kommen. Der kommt dann die TS3 an. Macht nichts. Wir werden mit Sarah Spaß haben, indem wir ihn dauernd töten. Alter, will der mich verarschen? Was dann? Ich kann das nicht an mein Motorrad ranbringen. Du heißt zum Tunen? Nein, nicht zu heißt, ich muss ein Fahrzeug hier holen. Das ist ja, ein Fahrzeug meiner Meinung nach. Ja, meiner Meinung auch. Jetzt muss ich aber ein ziemlich geiles Fahrzeug haben. Dieses ist ein Premium-Fahrzeug, das bereits ein Peilsender hat. Du kannst an diesem Fahrzeug nur ein Peilsender. Das bedeutet? Das bedeutet, das Fahrzeug ist zu heiß zum Tune. Okay, warte, ich habe hier ein geiles Fahrzeug. Was ist das hier? Na, so geil ist es aber auch nicht. Delta, ich habe mal eigentlich auch eine Frage. Willst du das Video in zwei schneiden? Ja, oder? Ja, ja. Nee, ja, nee, ich schneide es in zwei, ja. Auf jeden Fall so 15 Minuten folgen, ne? Ja, nee, das will ich nicht, das Auto. Ja, Leute, ich habe eigentlich mal so eine Frage an euch. Also, wir selber sind ja nur diejenigen, die zocken. Ihr seid ja die, die den Scheiß anziehen, ja? Was haltet ihr eigentlich davon, dass wir 10 Minuten Folgen machen oder 20 Minuten? Also, was ist euch am liebsten? Man hat ja lauter tolle Fragen bei uns, ne? Alter, wo finde ich nur so eine krasse Karre? Irgendwas Gemütliches, ne? Muss ja nix Gemütliches. Ich brauch so eine Luxus-Karre. Krasse Karre aus dem bei mir. Alter, die wäre aber gar nicht schlecht hier, wa? Oder? Was ist das? Ein Challenger? Okay, ich hab meinen Wagen. Okay. Ich liebe Challenger. Ja, raus da, du Schwanzlutscher. Alter, ey. Hey, dann könnte ich mir eigentlich einen Mustang hinter nochmal herrichten wieder. Oh mein Gott, Alex wird mich jetzt dann killen, wenn ich erzähle, dass ich 180.000 rausgehauen habe. Weil wir wollten uns eigentlich einen Cargo-Bob glitschen. Glitschen? Ja. Muss man zwar trotzdem noch bezahlen, aber sonst bekommst du keinen. Also, na gut, Leute, hier, jetzt muss ich einen Peilsender ranbringen. Beschäftigt. Okay, ist mir egal, mach weiter. Mann, weil ich. Das ist ein Muskel-Car, okay. Ja, nach meiner Meinung ist es ein Challenger. Wenn wie heißt ihr es besser, Albani Bucana. Bukane, ja? Ich glaube, das ist der Dodge Challenger, ja. Ja, das war keine Frage, Neo. Das war eine Feststellung. Ich kenne mich mit Muscle Cars ziemlich gut aus. Als Mechaniker. So, Peilsender reinmachen. Hier, Schutz, Peilsender gratis. Und Vollkasko gratis. Dann habe ich meine erste Karre. Und ich kann Geld nicht auf der Bank sehen. Deswegen müssen wir es ausgeben. Was machen wir? Kühlergrill? Gratis? Tuninggrill? Gratis? Das bedeutet, ich kann meine erste Karre komplett auftunen? Nee. Nee, doch nicht. Tuning-Spoiler? Ah, so ist alles geblockt. Alter, das darf nicht wahr sein, ey. Ja, ey, es dauert noch, bis du richtig tunen kannst. Ja, aber ich guck mir das jetzt hier an, weil ich alles gratis kriege. Oh, Motorhaube.
Oh mein Gott. Hast du einen Big Block? Nein. Hupe brauchen wir nicht, Scheinwerfer. Ey, nix mehr gratis, oder was? Doch, nur manche lachen. What the fuck? Ja, die können dir aber nicht alle schenken, ja. Warum nicht? So eine tolle. Also Primärfarbe. Chrom. Zu teuer. Klassisch. Na komm, wir lassen es so. Sekundärfarbe. Klassisch. Oh, oh. Sieht zwar wie ein Nuttenwagen aus, aber ich bin ja auch eine Nutte. Hey, den Nuttenwagen fahre gerade ich. Also ich fahre ja gerade einen Zuhälterwagen, aber egal. Ich mach's einfach jetzt so. Gefällt mir nämlich. Dach. Was kann man am Dach machen? Nichts. Federung, auch nichts. Nichts mehr gratis, Leute. Nichts mehr gratis. Reifen. Oh, noch mehr gratis. Okay. Muscle Car. Ah, der Delta tobt sich schon wieder aus hier. Das gefällt mir. Kracker. Ja, was ist das denn hier? Wow. Noch dickere Reifen. Ja, das ist meine Sache hier. Felgenfarbe. Gelb. Oder? Nee, komm, das sieht dann zu. Hier schwarz, komm. Reifen zu, Alter. Ach komm, brauchen wir nicht. Mit Topspeed überschlagen. Ja, das ist eigentlich eine schöne Sache, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich wünschte wirklich. Lass dein Fahrzeug umlackieren, habe ich doch gerade gemacht, du Idiot. Lackierung. Primärfarbe. Achso, ich muss die Primärfarbe umlackieren. Na gut, dann machen wir halt Metallic Schwarz hier. What the fuck? Nee, komm, das sieht zu krass aus. Will mich jetzt Space killen? Killt mich jetzt Space, ist er aus meiner Freundschaftsliste. Killt er mich oder killt er mich nicht? Sag's ja, wenn er mich killt. Okay, er ist aus meiner Freundschaftsliste. Wir werden gleich nicht einladen, den Schwanzlutscher. Das hatte er ja sowieso immer schon, auch früher drauf, mich dauernd Team zu killen, der Schwanzlutscher. So, Spacefighter löschen. Bitte fortfahren. Löschen, bitte warten. Ja, mein Freund, ich weiß, du bist jetzt nicht geflogen, ja, aber dein toller Freund hat jetzt gerade da viel Spaß dabei, mich zu killen mit deinem tollen Fahrzeug hier, beziehungsweise Helikopter. Das finde ich wirklich nicht korrekt, deswegen wirst du jetzt aus meiner Freundschaftsliste entfernt. Ja, Leute, und somit endet die erste Aufnahme. Wir haben es gehört, diejenigen, die den Neo killen, die nehmen immer ein böses Ende. Na gut, Leute, mach weiter. Ich grüße schon mal, wir beenden die Aufnahme, unsere krasse Tuntenkarre ist fertig. Und bis zum nächsten Mal, Neo. Also dann, bye bye. Jupp, tschüss.